Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft The Village. Während ich hier Pfeile in eine Richtung abschieße, in die ich nicht gucken kann, ich schieße quasi die Kamera ab. Boing. Kamera. Oh, kommt der Pfeil jetzt? Kommt der Pfeil jetzt wieder runter? Da kommt er. Ja. Oh, zum Glück habe ich das Pferd nicht getroffen. Das wäre jetzt der Super-GAU gewesen, wenn ich hier meinen lieben Incitatus geköpft hätte oder getroffen hätte. Das wäre so Super-GAU gewesen. So. Wir sind zurück und ich bin der größte Vollidiot dieses Planeten. Was habe ich hingekriegt? Ich habe es geschafft, meine Festplatte, auf der sämtliche Thumbnails und alles andere drauf ist, einfach in der Uni liegen zu lassen. Hey, ich bin ein Held. Oh, ich könnte kotzen. Ja, jetzt liegt das Ding da und ich kann es erst morgen abholen. Ich meine, da passiert nichts mit. Das Ding liegt, das liegt im Computerraum. Ich weiß, an welchem PC. Also in den Computerraum kommt so keiner rein. Das ist nicht das Problem, aber ich habe halt jetzt keine Thumbnails. Ich habe auf meinem Laptop, mein alter Stranz-Laptop, da ist kein Photoshop drauf. Heißt, ich kann auch keine Thumbnails für morgen machen. Ja, super. Ja, jetzt habe ich mir jetzt eingeborgt. Zusätzlich ist auf dieser Festplatte alle meine Aufnahmemusik. Deshalb dürft ihr euch jetzt an einer neuen Musikvariation erfreuen, die ich jetzt euch hier präsentieren darf. Die Stücke werdet ihr vermutlich, vielleicht kennt ihr sie von anderen YouTubern, weil das wieder die typische YouTube-Musik ist. Ich habe keine Ahnung, was das für Musik ist, ob das jetzt Brett ist oder ob das jetzt irgendein Scheiß ist. Ich kann es euch echt nicht sagen. Ich weiß es beim besten Willen nicht, was da jetzt auf euch zukommt. Ich habe einfach nur in Windeseile irgendwas zusammengesucht, was so ein bisschen meinen üblichen Musikgeschmack trifft, was ja prinzipiell eher rockig ist. Dubstep werdet ihr bei mir niemals hören. Gibt's bei mir. Das gibt es in meiner Musikdefinition nicht. In meinem Verständnis von Musik gibt es Dubstep nicht. Dementsprechend werdet ihr das bei mir nicht sehen. Auch Techno-Geunze gibt es nicht. Sowas besitze ich gar nicht. Tatsächlich besitze ich sowas nicht. Ich habe auch in meiner privaten Musiksammlung, die recht umfangreich ist, habe ich nicht. Sowas besitze ich nicht. Ich besitze eigentlich nur Rock, Metal, minimalen Anteil Pop. Ansonsten Rock, Metal, die schönen Genres, wie ich so gerne sage. Meine Lieblingsgenres. Ich mag das. So richtig schön voll in die Fresse. Voll in die Fresse Musik, das trifft es eigentlich immer am besten. Das ist so meine Lieblingsmusik. Wenn es so richtig schön von hinterrücks dir so das Trommelfell durchwirbelt und dich so richtig schön, du kannst dich dann quasi auf den Beat der Bassdrum kannst du dich quasi draufsetzen und dann hämmert dir da so richtig schön den Kopf durch. Das ist meine Musik. Das ist meine Musik. Ich meine, diese Uns-Uns-Uns-Strandsmusik kann das auch, aber ich bin dann doch eher ein Rock-Fan, muss ich so sagen. Es hört sich so an, als ob ich diese Musik so Dubstep und Dubstep ist aber blöd gesagt, diese ganze Techno-House-Geschichte überhaupt nicht mögen würde und das stimmt. Ich verurteile niemanden, der sich sowas anhören kann, aber für mich ist das echt beim besten Willen nichts. Wenn ich das mal so sagen darf. So, schauen wir mal, was wir hier zustande kriegen. Ich, wie ihr schon seht, ziehe ich hier gerade die Mauer hoch. Ich überlege gerade, wie ich hier weiterbauen will eigentlich. Irgendwo soll noch ein zweiter Turm entstehen, der nicht ganz so hoch sein soll und nicht so viereckig, sondern, das heißt viereckig, aber nicht so, sondern tatsächlich eine runde Grundform sollte er haben. Frage ist, ich hätte schon überlegt, ob ich diese Ecke reinstelle, damit man den vom Dorf noch so schön sieht. Alternativ könnte ich den in die Ecke stellen. Für die Ecke habe ich auch was anderes. Eigentlich muss der hier hin. Ich würde ihn wahrscheinlich dann hier in diese Ecke reinbauen. Ja, darauf wird es hinauslaufen. So eine runde Grundform ist ja nicht unbedingt einfach zu fabrizieren. Deshalb verzeiht mir, wenn ich so ein bisschen da zwischendurch verzweifle, wenn es nicht so aussieht, wie es aussehen soll. So, das ist schon mal ein guter Teil der Mauer. Da haben wir die Mauer so ein bisschen vorangebracht. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Ja doch, kann man schon so akzeptieren. Mein Inventar ist wieder einigermaßen leer, das war schon wieder so elendig voll. Wie ihr seht, habe ich das schon gesagt, ich habe hier den Turm weitergebaut. Ich zeige es aber von ein bisschen weiter weg. Was habe ich getan? Da oben habe ich diese Ziegelstein-Dinger etwas höher gezogen, quasi bis zwei Blöcke vorher und dann eine Stufe drauf. Ich habe noch Fenster eingebracht, weil ich fand, sonst war der so traurig, der Turm.
Und jetzt so vom Dorf aus gesehen, sieht ja richtig geil aus, wenn ich das mal sagen darf. Ich finde den schon ziemlich geil. Und ich mag das so. Ich finde das echt gut. Okay, jetzt müssen wir hier noch, weil es so schön ist, hier einmal was entlang ziehen. Die Musik hier, die ist ja echt so ungewohnt. Sonst kann ich für jedem Stück sagen, Musik. Ach, das Musikstück, klar, kennst du. Hier gerade absolut alles neu. Alles neu macht der März. Nee, eigentlich der Mai, aber der Mai ist noch nicht da. Dementsprechend gibt es das nicht. Boah, wahrscheinlich kommt danach irgend so ein Ranzlied, dass ich habe wirklich nur die ersten 5 Sekunden oder teilweise 2 Sekunden von dem Beat angehört und gedacht, yo, passt. Und dann wahrscheinlich kommt irgend so ein richtiges Ranzlied um die Ecke, so ein richtiges Schredderlied, was meinen persönlichen Musikgeschmack echt trifft, aber ist halt die Frage, ob ihr das mögt, wenn das so voll auf die 12 Musik ist. Das müssen wir dann sehen. Wenn es wirklich zu schlimm ist, packe ich dann später die Lieder aus der Playlist. Nur aktuell wird sich daran erstmal nichts ändern an dieser Musik. So, so nicht, mein Freund. Hildegard, walte deines Amtes. Okay, jetzt habe ich so, wenn ich das richtig habe, muss ich hier noch zumindest einen Block mehr ran. Hier werde ich auch noch mal einen dran setzen. Habe ich hier zwei oder drei? Ja, da muss noch was hin. Ich habe hier drei. Okay. Hier muss ich auch noch mal einen breiter werden, das ist hier zu eng. Ja. Okay, also hier sollen es drei werden. Drei auf der richtigen Höhe, bitte, Hildegard. Wiederholen sich gerade die Lieder schon oder ist das jetzt. Nee, das ist noch ein anderes Lied. Ach, ich bin so verwirrt mit meiner Playlist, ey. Kennt ihr das, wenn ihr so irgendwas Wichtiges ist, habe ich vergessen, ey. Das ist so, wie wenn man sein Portemonnaie nicht dabei hat. So ähnlich geht es mir gerade, ey. Hä? Magst du was nicht? Ich bin ein Vollidiot. Ey, ich hab da heute noch gesessen. Gedacht, oh, denk dran, deine Festplatte mitzunehmen. Die liegt dann immer auf dem PC. Ich brauchte die, um meine Folgen dann hochzuladen, beziehungsweise um die Thumbnails von der Uni aus dann noch zu planen, weil ich es heute Morgen, gestern Abend nicht mehr geschafft habe. Also hochgeladen waren die Videos, aber nicht geplant und dementsprechend wären sie sonst Pork zu spät gekommen. Und das wollte ich nicht, deswegen habe ich die Festplatte mitgenommen. Mit dem Gedanken, hey, dann kannst du hier das von Uni aus machen. Stört ja keinen, kriegt ja keiner mit. Klappt ja gut. Ja, jetzt habe ich gefailt. Jetzt weiß ganz YouTube, dass ich ein Vollhorst bin. Weil ich ein Vollhorst bin. Tja, so. Und ich brauche Steinchen. Wie hatte ich das nochmal gemacht? Ich hatte, glaube ich, unten komplett Steine gesetzt und dann jeden zweiten. Ja, genau. Das war der Plan. Wollen wir das weiterführen? Einfach hier so eine gute Reihe Steine ran. Allerdings bitte so, dass ich da nicht runterknalle. Und auch so, und so bitte auch nicht. Oh Mann, ey, meine Stimme versagt hier schon wieder. Ist das nicht super? So, aber ich muss gerade mal überlegen. Ich will gar nicht unbedingt überall nur also diese Art von Mauer hinbauen. Ich habe da später noch andere Pläne. Nur aktuell ist es genau das hier. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, was sieht hier besser aus, wenn ich so starte und dann den hier mache? Ne, ich glaube, ich werde am Rand einen machen. So, auf jeden zweiten kommt noch so ein wunderschönes Slabby. Ist das nicht fein? Das war nicht fein. Stell hier rüber, zum Glück ist hier noch offen. Später komme ich hier nicht mehr rein, wenn ich runterfalle. Jetzt komme ich hier gerade auch nicht rein, weil ich hier auf Naht genäht habe. Okay, Hunger! Andrena, isst was. Ham, 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 ham. Ham, 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 ham. Ach ja, oh, das Türmchen finde ich sieht echt gut aus. So wie es jetzt aktuell ist. Ich finde das gut. Hier drin habe ich hab jetzt schon einen Plan gemacht, was ich hier drin bauen will. Das kommt bis später. Hier fliegt schon wieder irgendwo eine Fledermaus rum. Dass das aussieht wie so ein Hase, aber eigentlich kein Hase ist, aber dieses Texture-Pack in dem Ding hat. Ist eigentlich eine Fledermaus. Also der Hase, den ihr seht, das ist eine Fledermaus. Nur um das klarzustellen. Okay, das sieht hier schon mal richtig aus, wie ich das gemacht habe. Da noch einen hin. Jetzt muss ich wieder weiter mit den Steinziegelsteinen machen. Weg. 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 Bock. Okay. Die Slabs obendrauf. Habe ich noch welche? Ich habe noch welche. Haha. Okay, ja, läuft doch. So ist richtig. So, die Fackeln, wie hatte ich die Fackeln gesetzt? Auf jeden zweiten, auf jeden.
Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb, wie ihr merkt. Okay, auf jeden zweiten eine Fackel. Jetzt juckt meine Nase noch. Ach, heute geht es ja wieder ein super Tag. Super Tag. Okay, auf jeden zweiten heißt dort einer, dort einer, dort einer, dort einer, da, da und da. Super, neues Stück Mauer ist fertig. Jetzt wollte ich hier den Turm noch planen. Der soll hier in diese Ecke. Jetzt lasst mich mal kurz überlegen, wie baue ich hier denn diesen Turm? Theoretisch hat er diese Grundfläche hier. Ich reiße nochmal kurz die Decke raus. Ich muss mir jetzt mal kurz überlegen, wie ich das hier vernünftig hinkriege. So. Also, wo sind die Cobblestones, wenn man sie braucht? Und wieso sammelt er das Holz nicht ein? Jetzt sammelt er es ein. Okay. Hüpf. Hüpf. So. Also, wir nehmen uns einen guten Schwung Bruchstein und sagen, wir haben hier, ich nehme mal nämlich drei als Grundfläche, 1, 2, 3. Dann gehen wir einen raus, so, einen so, so und dann wieder 1, 2, 3, 2 in diese Richtung. Oh, der wird riesig, oder? Ja, der wird schon recht groß. So groß sollte er eigentlich gar nicht sein. Ach egal, ich mach's jetzt weiter. Zwei in die Richtung, einen in die Richtung. Dann ist meine Ender Chest im Weg. So. Eins, zwei, drei. Dann wieder zwei dahin. Ein dahin. Zwei dahin. Und dann. Und eins, zwei, drei. Und dann kann ich es hier nicht machen, weil hier natürlich die Mauer hier falsch sitzt. Dann 1, 2, 3, dann 1, 2, 1, 1, 2. Doch, es passt, geht sich ziemlich genau auf. Ich muss hier nur von der Mauer quasi etwas wegnehmen. Boah, jetzt muss ich mir überlegen. Also das hier ist richtig. Falsch, also diese Ecke hier ist falsch. Falsch in Anführungsstrichen natürlich. So. Also 1, 2, 1. 1, 2. Dann ist die Ecke hier noch falsch. So. Bock. So passt es. Okay, das fülle ich jetzt mal kurz so auf, dass ich es immer wieder, dass ich es wiedererkenne. Also alles quasi einmal einheitlich auf alle. Auf die richtige Höhe. So, hier nochmal, so ist richtig, okay, hier hoch, okay, ich muss noch einen höher, also das hat jetzt eine annähernd runde Form, annähernd, müsste mir das mal von oben ansehen, wie rund das jetzt tatsächlich ist, irgendwie wirkt das noch nicht so richtig rund. So aus der. Mal gucken, aus der Vogelperspektive. Also. Wow. Ich wollte aus der Vogelperspektive gucken und nicht aus der Vogelperspektive fallen. Ja, leck mir die Füße. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Wow. Oh, meine Enderchest ist da falsch platziert. Ach nö. Wenn ich die abbaue, dann verliere ich natürlich ein bisschen was und ich kann sie nicht. Die muss da jetzt erst stehen bleiben. Also, jetzt nochmal ein schön. Ja, die ist schon irgendwie rund, oder? Ich finde, das ist schon rund. Doch, das ist rund. Ich lasse das so. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Da lasse ich die Ender Chest noch ein bisschen stehen, weil die. Ich brauche die noch ein bisschen. Dann ist da halt ein Loch erstmal in der Mauer. Ist ja nicht tragisch. Okay, ich habe keinen Cobblestone mehr. Juhu! Das heißt, juhu. Oh nein! Mein Cobblestone ist auf. Oh, da steht ein Enderman. Na, gucken wir mal, ob wir den nicht von hier aus erledigt kriegen. Hallo Enderman, wie geht es dir? Komm mal her, Schatzi. Pork, jetzt hast du dich weggeportet, aber das muss ja nicht heißen, dass ich dich nicht treffen kann. Na, er hat dich wieder weggeportet. Ah, ja, ich merke das schon. Du bist so ein ganz, ganz gerissener. Du portest dich immer dann weg, wenn ich dich gerade erschießen will. Ja, ich merke das schon, So, nein, ich brauche Bruchstein. Also da brauche ich eine ganze Menge von. Dann mache ich mir mal die Tasche voll. Machen wir uns mal die Tasche voll mit dem Bruchstein.
und bauen uns dann noch ein Türmchen daneben. Das soll etwas niedriger sein als das andere Türmchen. Ja, schon. Finde ich. Und ich sollte hier mal einen Eingang machen. Ich sollte mich generell mal auf ein Level einigen. Von dem... Moment mal. 1, 2, das war die Geschichte. Ich sollte mich aber auf ein Bodenlevel einigen, damit ich hier einheitlich werde. Babam, babam, hört sich an wie so ein Herzschlag. Hier auf die Seite nochmal. Ja, hier muss noch einmal raus. Hildegard, Walter deines Amtes. 1, 2, Xuffer. Ach ja, jetzt ist ja bald wieder. Das heißt. Ich dachte, hier steht Enderman wegen der Ender-Chest. Ich wollte schon sagen, jetzt ist ja bald wieder Oktoberfest hier in München. Nein, bald nicht. Es ist nur aktuell so, dass die Reservierungen fürs Oktoberfest jetzt wieder verkauft wurden. Die sind jetzt schon, ich glaube, jetzt schon alle wieder ausverkauft. Nur ich bin bisher immer ohne Reservierung zum Oktoberfest gegangen. Es ging eigentlich gut. Es ging gut, dass ich gegangen bin. Toller Deutsch. Ich meine, es ist ja richtiges Deutsch, aber es ist so eine lustige Satzkonstruktion. Okay, weiter geht's hier. Nein, jetzt komme ich nicht wieder raus. Ach, hier muss die Tür hin. Sowieso. Jetzt muss ich mir mal, habe ich noch Leitern dabei? Ich habe doch noch Leitern dabei, oder? Ich habe doch hier Leitern. Ja, 6 Stück. Kann man damit hoch? Mit 6. Mit 6 will ich hochkommen wahrscheinlich. Wollen wir uns hier mal eine Leiter hinbauen? 5, 6. So. Jetzt komme ich hier hoch. Guten Tag, der Herr. Ich bin ein Trainer und ich wollte mich mal vorstellen. Ich bin Let's Player, YouTuber und baue hier im Village eine Burg. Oh, da bewegt sich mein Pferd und ich kriege hier einen halben Herzinfarkt, weil ich denke, oh mein Gott, da bewegt sich was. Das ist mit Sicherheit ein creepiger Creeper, der mich creepen will. Das möchte ich nicht. Nee, das möchte ich nicht. Das mag ich nicht, lieber Creeper. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du das unterlassen würdest. So. Ich müsste das hier mal auf ein einheitliches Level bringen, aber ja, da muss ich immer wieder runterfallen. Dieses Park geht mir auf den Keks. Ah, lecker Essen. Ist Nutoka eigentlich noch auf dem Server? Nee, ich bin allein auf dem Server. Haha. Dann könnte man ja mal schlafen gehen, oder? Was sagt ihr dazu? Aber wenn ich mich jetzt hier schlafen lege, knall ich hier runter. Na, ich muss nicht schlafen. Schlafen ist für Weicheier. Nee, schlafen ist eigentlich für gesunde Menschen, weil Schlafen wichtig ist. Aber das blenden wir jetzt mal aus. Jeder Gamer wird dir sagen, Schlaf brauche ich nicht. Ist für Kinder. Schlafen. Bäh. Mag nicht schlafen. Manchmal habe ich echt so Tage, da bin ich todmüde. Ich will aber weiter zocken. Also irgendwie aus Prinzip eigentlich nicht, aber einfach mal so. Wie hoch will ich hier eigentlich? Das weiß ich noch gar nicht. Da habe ich überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe nur hier einen runden, ich baue hier nur ein rundes Türmchen, das nicht so hoch werden soll wie dieser Turm. Und ja, baue ich hier einfach mal. So, hier noch. Habe ich jetzt zu hoch gebaut? Nee, ich habe das zu niedrig gebaut. Haha. Ach ja, ach ja, ach ja. Mal gucken, ob ich dieses Jahr mit unserer Firma mal schaffe, zum Oktoberfest zu gehen. Das letzte Jahr war ich genau dann, als die gingen, nicht da. Wäre ja auch mal ganz nett mit den Arbeitskollegen. Meine Arbeitskollegen sind eigentlich echt cool. Die machen gut Spaß. Also da, mit denen kann man richtig gut feiern gehen. Ist irgendwie komisch, vor allem wenn der eigene Chef dann dabei ist. Aber naja. Ich finde es schon cool, wenn der eigene Chef so da so kein Kind von Traurigkeit ist. Ist schon eine coole Sache. Babak. 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 Ich habe keine Ahnung, ob das nachher gut aussieht mit den 2 Türmen hier, aber ich wollte gerne 2 Türme haben. Okay, aber ich glaube, von der Höhe her könnte das schon lang hier. Das könnte echt schon so gut sein. Muss dann mal, natürlich muss ich es nachher wieder verzieren mit der üblichen Verzierung. Ich verziere es mit der üblichen Verzierung. Die wahrscheinlich nachher ziemlich räudig aussieht an diesem besagten Turm. Oh oh. Und ich habe auch noch keine Gedanken darüber gemacht, wie der Turm denn oben aussehen soll.
da habe ich oben ja quasi kein richtiges Dach drauf, sondern nur so ein Spitzdach. Also, beziehungsweise es ist ja dieses viereckige Dach, aber da oben drauf ist ja ein Spitzdach, das sieht man nur nie. Das sieht man gar nicht. Fuck. Ich meine natürlich, so ein Mist aber auch. Niemand hat hier ein unfertiges Wort benutzt. Okay. Wirkt ein bisschen komisch, aber passt schon, oder? Ich kann natürlich hier natürlich jetzt noch, hier noch eine Leiste mit Dings dran packen, dann wird die runde Form noch so ein bisschen betont. Das ist dann, glaube ich, ganz gut. Ja, ich glaube, das wird schon gut sein. Und man kann natürlich auch hier die innere Reihe hier auch mit damit machen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ja, ich glaube, ich habe da eine Idee, wie das nachher gut aussehen wird und dass es rund wird. Von der Höhe, die Höhe passt aber aktuell. Die Höhe es passt gar nicht zum... Die Höhe passt irgendwie nicht zum Durchmesser. Der hätte, sind noch dünner. Ich mache hier noch einen kleinen Turm hin. Da habe ich noch so einen kleinen dünnen Turm. Ich meine, letztendlich sind alles Phallus-Symbole, von daher ist es egal, ob das jetzt wie groß ist. Es kommt ja nicht auf die Größe an, ne? Haben wir gelernt, bei Phallus-Symbolen kommt ja nicht auf die Größe an. Nicht wahr, Herr Bayerwald? und nicht wahr, Herr Earthkin? Ich muss gerade reden, ich baue hier die dicke Burg auf dem Berg und dann... Jetzt hätte ich hier was von, baut keine Phallus-Symbole. Das ist irgendwie Doppelmoral. Und Doppelmoral ist gar nicht so mein... Ich habe den getroffen, ich habe den getötet. Ich sollte nicht lachen, wenn ich Tiere töte. Das wirft ein schlechtes Bild auf mich. So, zieh ich noch kurz das Haus von den PvP-Jungs an. Was will ich jetzt eigentlich? Ich überlege mir, wie ich das Dach baue. Ich glaube, ich baue das Dach mal mit... mit Ziegeln, das wird verdammt schwer, da ein Ziegeldach drauf zu zimmern. Nicht Ziegel, sondern mit Stufen. Sieht mit Sicherheit interessant. Ich probier's mal. Ich probiere da echt mal ein Stufendach drauf zu kriegen. Heißt, ich brauche Holz, das ich nicht habe. Naja, mal gucken, wie weit ich mit dem Holz, das ich habe. Aber wir machen jetzt hier auch erstmal eine kleine Pause und sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Minecraft The Village. Hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin. Pack, pack. Ciao.